Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einem neuen Spiel von Until Dawn. Ja, das ist zwar auch ein Entscheidungsspiel, aber diesmal ein richtiges Entscheidungsspiel, also mit Horrormäßig. Ja, und wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. So, erstmal Einstellung. Helligkeit. Perfekt. Audio. Perfekt. Untertitel an. Originaldialog. Nee. Neues Geschichte. Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurricane. Ah, nicht gescheit gelesen, schade. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Deine Handlung. Forme den Verlauf der Geschichte. Wähle deine Handlung mit Bedacht. Sprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Nur wir wären jetzt hier. Josh. Okay. Moment, Leute, ich musste kurz schauen. Okay. Jeremiah Craig, okay. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen.
Okay. Ach nö. Ach da. Henna, du siehst in den Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr nachts ins Gästezimmer, Maike, Arschloch. Mein Gott, was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Wartet kurz, Leute, weil der WhatsApp schreibt mich immer wieder an. Ja, Leute, tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen, weil es ist wichtig, dass ich es immer schaue. Josh wecken. Sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Arschloch! Oh, shit! Schnell. Geräusch folgen. Fußspuren folgen. Hey, wie geil. Handy an.
Moment, Leute. Okay. Hallo? Hallo? Was ist das? Todestotem. Wieso bin ich jetzt tot? Was war das denn? Hannah! Hannah! Hallo? Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren! Hier, nimm meine Jacke! Ich bin so ein Idiot! Ich bin so dumm! Hannah? Verlassen? Nein! Loslassen! Na komm, loslassen! Na, verlassen oder loslassen? Es wurde bestimmt, dass die beiden sterben. Der Psychoanalytiker. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay, wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte? Und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen.
Ist das nicht dieser Typ aus dem Prison Break? Da, wo Michael Scofield mitgeholfen hat? Das muss doch der sein. Okay, wir sind in eine Hütte. Oh, die Vogelscheuche machen mir Angst. Und grün, Maiskälber und Wolken. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Ich bin nervös. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Die Vogelscheuche. Ich verstehe, verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel. Klar. Ha. Und was, wenn ich dir sage, dass es in der Hütte spukt? Wäre mir egal. Also, die Vogelscheuche macht dir Angst. Und doch bleibst du ungerührt von der Möglichkeit des Übernatürlichen. Ich vermute, jemand ist da nicht wirklich ganz ehrlich zu mir. Die Zeit ist um. Das diskutieren wir dann in der nächsten Sitzung, okay? Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben.
Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen, nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. Kapitel 1, Freundschaft. 10 Stunden bis zum Morgen. Blackwoods Pines. Sam, Hannahs beste Freundin. Umsichtig, abenteuerlustig, gewissenhaft. Hannahs beste Freundin. Ah, Sam, die mag... Oh. Sie mag ich. Hallo? Ist jemand hier? Das Tor ist kaputt. Klettere rüber, Chris. Komm, machen schnell. Springen. Kleines Kerlchen? Hast du Hunger? Hä? Huh? Oh! Verdammt! Hey, hey, hey! Ist okay! Gut so. Komm her! Echt süß. Voll schwer zu bewegen, ey. Zurückzuhalten, ey.
Ach, ein Indianertotem. Was ist das? Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiung. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten Schmetterlinge, brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlinges symbolisiert die Art der Prophezeiung. Tod, schwarze Schmetterlinge, sagte den Tod des Träumenden voraus. Gefahr, rote Schmetterlinge waren vor ein Gefahr. Verlust, braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume vor Glück und Segen. Geil. Oh, das ist gelb. Glück. Führung. Führungstotem. Die Zukunft ist ungewiss, ob die Prophezeiung wahr wird, hängt von deiner Entscheidung ab. Okay. Chris? Bist du hier? Dein Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo? Was haben wir denn hier? Herumschnüffel, komm, machen wir mal. Aha, sieh an, wer da ist. Hey, Schnüffel. Chris. Chris ist verknallt in Ashley, beschützerisch, humorvoll und methodisch. Erschreck mich nicht. I'm sorry, bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann... Danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Oh, also. Ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Oh, wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja! Komm schon, das sind coole Babys! Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay. Los geht's. Okay, machen wir mal. Ah. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Nein, das machen wir nicht. Wir bringen keine Eichhörnchen um. Ich hab dich erwischt! Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn.
irgendwas entdeckt? Krass. Suchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Wer hat das wohl geglaubt? Ach, komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Gesucht. Milgram Victor, Geschlecht männlich, Größe... Oh, 1,90 Meter fast. Letzte bekannte Adresse, Paimons Point. Zuletzt gesehen, 16.03.1998. Gesucht in Verbindung mit voraussichtlichen Brandstiftung etwas gerade so wie mehrere... Komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Morddrohungen. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollten schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood Police Mond. Das kann ich nicht lesen. Und ja. Muss echt schwer sein für Josh. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Aber wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Und er ist nicht gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet, weißt du? Ja. Wahnsinn. Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Was hier? Nee, nein. Weiter geht's. Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Okay, was ist da drinnen? Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Werk. Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Ist ein großer Berg. Ja. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wird er echt bedrohlich. Schlafen. Wann kommt das Buch raus? Was? Dein Poesieband. Der schlafende Riese von Blackwood Farm. Ja, Hotel und Sanatorium für einen gesunden Körper und Geist. Kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber. Okay. Das ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorne.
Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Boah, bestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten? Boom. Schmetterlingseffekt. Ja, die Bitch. Selbstsicher, gutgläubig, respektlos. Mike Neues Freundin, ja, klar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit, sie zu begrüßen. Oh, was war das denn? Jess, hey. Jessica, hierher. Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Miststück. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Erklären. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow. Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten sie die Lodge nicht an der Stelle bauen sollen? Ach, die zwei Wichsers. Emily, Mike's Ex, ja. Einfallsreich, überzeugend, intelligent. Dann wär's nicht mehr so malerisch. Außenwichser. Matt motiviert Emilys neuer Freund, ehrgeizig sportlich. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Bleibt der Wichser gefilmt noch? Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh. Ja. Das wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Das ist bestimmt hier eine normale Fahrt. Ich meine. Scheiße! Da, der ist dafür verantwortlich wegen Hennas Tod. Arsch! Intelligent, engagiert, überzeugend. Emilys Ex. Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lass uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Begrüßen. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an. Ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das.
lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Matt. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Oh Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann nicht warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Okay, ich gehe. Kannst du machen. Okay, gut. Wenn es so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Ja, Bitch. Wer braucht die schon? Ashley, ich sag halt in Chris, neugierig, offen, fleißig. Oh. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also Matt? Ja, ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott, oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay, schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Es ist kaputt. Nein, es ist irgendwie kaputt. Man sieht gar nicht richtig, was nur... Was? Ehrlich? Bestimmt sehe ich einen coolen Bären, der einen Fuchs frisst oder sowas. Nein. Nein, ehrlich, Matt, man kann wirklich kaum was sehen. Ich habe schon Kopfschmerzen, nur vom Reinschauen. Also, nein, nein. Okay. Klar, wenn du sagst. Dann musst du selber herausfinden, nicht ich. Jessica. So Leute, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt den Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Ihr könnt mir gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, dann sage ich mal au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza. Tschüss.